herzlich willkommen auf der Ronneburg, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen auch die Damen und Herren, die ich noch nicht näher kennenlernen durfte. Ja, unser Thema ist zwar dem Wortlaut nach relativ neu, Globalisierung, Katastrophe oder Chance. Der Sache nach ist es so alt wie das Christentum. Das Christentum ist nämlich angetreten unter einem Globalisierungsanspruch. Und ich denke, wir könnten ruhig mal mit Weber die Verbindung herzustellen versuchen zwischen Religion und Wirtschaft oder Religion und Politik und Religion und Kultur und Sozialem. Das Christentum hat von Anfang an einen globalisierenden Anspruch gehabt und galt für die ganze Welt. Matthäus im letzten Kapitel heißt es, geht hin in alle Welt und taufet und lehret. Nicht? Und seit das Christentum sich von den Fesseln des jüdischen Ghettos, in denen es ja ursprünglich gelebt hat, befreit hat, seit es also Griechenland zunächst eroberte, hat es von da aus einen Siegeszug über die ganze Welt begonnen und nicht umsonst sind die Entdeckungen gleichzeitig unter ökonomischen und religiösem Aspekt erfolgt. Wir haben hier also eine sehr enge Verbindung zwischen der Globalisierung, der religiösen Globalisierung, denken Sie nur an die Conquistadores, und die Kolonialisierung, die ja auch tendenziell schon in Ansätzen global dachte. Und denken Sie bitte auch daran, dass wir heute eigentlich nur ein neues Phänomen haben, nämlich die profane Globalisierung, nachdem die religiöse leergelaufen oder verschieden ist, sanft verschieden ist. Nicht, schon das Zweite Vatikanische Konzil hat im katholischen Raum und mit Nachfolge auch dann die Christen der Reformation, haben dann aufgegeben den Grundgedanken, dass man mit dem Christentum auch die westliche Ökonomie, die westliche Kultur und die westliche Ökonomie mit und politische westliche Vorstellungen, Demokratievorstellungen etwa, mitbringen müsste. Das hat dann im Christentum dazu geführt, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil man den Begriff von der Inkulturierung eingeführt hat. Das heißt, das Christentum ändert jetzt nicht mehr politische, soziale, kulturelle Strukturen. Es entbindet sich von der Beziehung zur politischen Macht und macht damit auch die Globalisierung zu einem eigenen Phänomen, das jetzt rein profan geschehen muss und auch geschieht. Die Globalisierung durch das Christentum und mittels des Christentums sollten wir nicht geringschätzen. Tatsächlich sind es ja auch eigentlich nur die Staaten, die im Augenblick von der Globalisierungsproblematik befangen sind, die aus der christlichen Tradition stammen. In Indien und in China, da wird man mit dem Thema Globalisierung eher positive Gefühle empfinden und dem nicht mit Angst entgegensehen, sondern eine Chance sehen. Aber bleiben wir jetzt bei der profanen Globalisierung. Also meine These ist, die erste These ist, sie ist nur verständlich in der Tradition, die durch das Christentum gekommen ist. Es ist eine Form der Kolonialisierung, die jetzt zurückschlägt, zum Teil jetzt von den kolonialisierten Ländern in die in sogenannten industrialisierten Länder. Wichtig ist auch, dass bis vor kurzem praktisch ja nur die christlichen Länder, und da hat Weber völlig recht gehabt, so etwas wie eine Industriegesellschaft aufgebaut haben und nicht etwa die nicht-christlichen Länder. Also hier gilt es, eine ganz enge Beziehung zu sehen, zwischen Christentum, zwischen profaner oder religiöser Globalisierung und dem Globalisierungsanspruch, dem Profanen. Es wird auch mit fast religiösem Eifer der Globalisierung der Profanen jetzt das Wort geredet, wie man früher der religiösen Globalisierung das Wort geredet hat. Ich hoffe, dass die Globalisierung, die Profane, auch
noch erlebt die Phase der Inkulturation, das heißt, dass die bestehende, dass die ökonomischen und sozialen und politischen Notwendigkeiten diese Globalisierung erzwingen werden, die kulturellen Strukturen intakt lässt, also eine Inkulturation der globalisierten Ökonomie und dann in Folge auch, wie wir noch sehen werden, der sich globalisierenden Politik und auch des Sozialen mit sich bringt. Zunächst einmal, Globalisierung ist, denke ich, unausweichlich geworden, denn und zwar jetzt nicht nur, weil die anderen Märkte globalisiert sind, nicht der Geldmarkt ist weitgehend globalisiert, wenn man noch von ein paar Exoten absieht, die eben nicht industrialisierte Länder sind, die dann noch eine Devisenbewirtschaftung haben. Der Wertpapiermarkt ist globalisiert, der Warenmarkt ist zum Teil nicht globalisiert, sondern mit Zöllen und Subventionen schottet sich eine Nation gegen eine andere ab. Aber das hat nur noch zur Folge, dass der Arbeitsmarkt noch schneller globalisiert, weil man eben in diese Regionen, die sich abschotten, Arbeit hinein exportiert. Diesen Prozess, den erleben wir gerade sehr drastisch. Die Globalisierungsfrage zu sagen, ist Globalisierung nun eher Unglück oder Chance, ist deshalb meines Erachtens nicht richtig gestellt, weil unausweichliches Schicksal, an dem wir nichts mehr ändern können, und dazu gehört auch die profane Globalisierung, niemals ein Unglück ist, sondern wir müssen sehen, wie wir das Beste daraus machen. Es ist also eine Chance, wenn auch vielleicht eine Chance, die erst von uns eine Menge an Reduktion verlangt im Bereich der Arbeit, auch im Bereich des Wohlstandes, des allgemeinen Wohlstandes, auch des individuellen Wohlstandes. Aber es ist in irgendeiner Weise eine Chance, und so möchte ich es eigentlich auch sehen. Eine Chance, die mit Gefahren verbunden ist. Es ist jedenfalls meines Erachtens wichtig, dass wir neben der Globalisierung der Märkte die Globalisierung des Arbeitsmarktes als notwendige und unausweichliche Konsequenz akzeptieren. Man kann nicht Warenmarkt, man kann nicht zum Teil jedenfalls Gatt und die Folgen globalisieren, man kann nicht Geldmarkt und Wertpapiermarkt globalisieren, ohne dass nicht früher oder später auch der Arbeitsmarkt globalisiert wird. Wir müssen uns damit abfinden, dass hier so etwas gilt wie das Gesetz der Entropie. Früher oder später wird die Globalisierung in allen Feldern zu einer Gleichmacherei oder einer Ähnlichmacherei führen und der von Marie-Louise, von Frau Schwarz-Schilling angesprochene Konflikt zwischen den Nationalökonomien, in der im Wesentlichen jetzt noch gesteuert wird durch Subventionen und auch Zollabschottungen, dieser wird früher oder später dadurch, dass eben diese Versuche, die Nationalökonomien zu schützen, unbezahlbar wird, wird früher oder später dieser nationale Egoismus zusammenbrechen. Die Globalisierung, und zwar müssen wir uns verdeutlichen, dass es sich dabei nicht nur um eine Globalisierung handelt, die den Arbeitsmarkt betrifft, sondern die hat auch andere Dimensionen, ökologische, ökonomische, soziale, politische und moralische. Und wir wollen keinen Aspekt davon außer Acht lassen. Nur wenn es gelingt, die Globalisierung zu universalisieren und fortzukommen von einem reinen ökonomischen Globalisieren, dann wird die Globalisierung mit Sicherheit eine Katastrophe werden, in der dann die Abschottung der Nationalökonomien gegeneinander zu unerträglichen wirtschaftlichen Konsequenzen führen wird. Am Anfang der Globalisierung steht eigentlich, oder aller globalisierenden Gedanken, darüber habe ich schon mal das letzte Mal oder vorletzte Mal zu Ihnen gesprochen, die ökologische oder ökologisch begründete Globalisierung.
Nicht, wenn es uns nicht gelingt, die ökologische Globalisierung durchzusetzen, dann wird in 20, 30 Jahren diese Welt in eigenem Schmutz erstarren. Und diese ökologische Globalisierung ist gleichsam das, der Motor im gesamten, auch der positiv zu sehende Motor im gesamten Globalisierungsgeschehen. Es ist vermutlich notwendig, in der Idee von Rio fortfahrend, über eine ökokratische Zentrale, die dann normativ festlegt, wer was an Umweltbelastung erbringen kann, die dann auch unter Umständen sanktionsbewährte Normen aufstellt, die dann auch über Mittel verfügt, diese Sanktionen durchzusetzen und zu erzwingen. Nur so, denke ich, können wir von diesem globalen ökologischen Denken her ausgehend die Folgen dieser globalen Ökologie, die ja, wie gesagt, wenn überhaupt sinnvoll global sein muss, können wir dann nur recht würdigen. Diese globale Ökologie hat sicher dann auch zur Folge dann die ökonomische, politische, soziale und kulturelle. Denn Ökologie erfordert ein Umdenken, ein grundsätzliches Umdenken ein im nationalökonomischen Bereich, ja auch im betriebswirtschaftlichen Bereich. Denn die Sanktionsmechanismen, die von einer ökokratischen Gesellschaft ausgehen, die müssen ja dann auch national durchgreifen können bis hin in die betriebswirtschaftliche Ebene. National jetzt gebrochen. Diese ökokratische Struktur, denke ich, ist unausweichlich. Und mit dieser ökokratischen Struktur ist, wie schon angedeutet, notwendig auch eine politische und sozial- und kulturelle Globalisierung verbunden, denn sonst lässt sich das de facto nicht machen. Sonst lässt sich keine Globalisierung im ökologischen Bereich durchsetzen. Und wenn wir die nicht bekommen, wie gesagt, dann wird in absehbarer Zeit nicht nur die Industrienationen, sondern auch die Schwellennationen im eigenen Dreck ersticken. Stellen Sie sich mal vor, in China gibt es bei 1,3 Milliarden Menschen, nur hätten wir 1,3 Millionen oder dann hätte jeder Tausendste nur ein Auto. Aber nehmen wir mal an, die gleiche Motorisierung wie in der Bundesrepublik Deutschland, das heißt gut 1 Milliarde Autos in China, gebaut ohne Rücksicht auf Verluste an Umweltqualität, auch Verluste beim Betrieb an Umweltqualität, dann haben wir ein Zentrum in dieser Welt, das ein vorwiegender Nachfragemarkt ist, wenn aber China ein Produktionsmarkt, ein Exportmarkt wird, dann wehe den Industrieländern, dann geht es um ein Vielfaches von dem, was wir bei der Industrialisierung Japans nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben und der Exportboom, der von Japan ausgeht. Hier handelt es sich um das Zehnfache etwa vom Volumen her. Nicht? Und Japan hat inzwischen die Preise, etwa die Arbeitspreise wie in der Bundesrepublik Deutschland oder in anderen Industriestaaten vergleichsweise. Aber in China arbeitet man noch für ein Zehntel dieses Lohnes. Was passiert, wenn China ein Angebotsmarkt wird und wir keine ökokratischen Kontrollmechanismen haben? Es geht hier, denke ich, um einen historisch notwendigen Prozess, der vom ökologischen Denken ausgeht, ähnlich wie damals das Christentum verbunden war mit den staatlichen Vorgaben, den ökonomisch, politischen, sozialen, kulturellen Vorgaben, auch den Export aus den Ländern, den christlichen Herkunftsländern, mit dem Christentum dann auch exportiert wurden, andere Vorgaben und die alten bestehenden Kulturen zum guten Teil zerstört haben. Also viele afrikanische Kulturen sind zerstört. Und wenn Afrika mal anfängt, ethnisch zu denken, wie es in einzelnen Ansätzen ja schon in zentralafrikanischen Bereichen und jetzt in Kenia
der Fall ist, dann ist ein 30 Millionen Quadratkilometer messender Kontinent, immerhin das Dreifache Europas, steht dann in Flammen. Da ist Bosnien ein Kinderspiel dagegen. Diese historische Notwendigkeit ergibt sich auch zwingend, also der Globalisierung, jetzt der profanen Globalisierung, beginnend mit der ökologischen bis hin zur sozialen, über die politische und kulturelle dann, über die politische und ökonomische dann, beginnt, ist zwingend gegeben aus dem Fortfall der neuzeitlichen Werte. Die Neuzeit mit ihren Wertstrukturen, ihren politisch, ökonomisch, sozialen, kulturellen Wertstrukturen, die konnte noch partikulär denken, die konnten partikuläre Werteinstellungen, Erwartungen, Interesse und Bedürfnisse entwickeln, die dann auch mit den nationalen Grenzen in etwa übereinstimmten. Das ist heute fortgefallen. Es gibt heute keine mehr an eine Ethnie oder ein Volk oder eine Nation oder eine Nationalökonomie gebundene ökonomische, politische, soziale, kulturelle Wertüberzeugungen, von moralischen ganz zu schweigen. Nicht? Das ist nicht mehr da. Auch das ist dann neben der Ökologie, das Ende der Neuzeit ist neben der Ökologie sicher der zweite notwendige Grund, dass die Globalisierung uns auf uns zukommt und nicht durch nichts mehr aufzuhalten ist. Also Werteverlust und die Globalisierung der Ökologie. Damit ist aber auch zunächst mal, wenn wir die Vergleichbarkeit, welche Länder werden sich globalisieren, welche Länder spielen auf den globalisierenden Märkten, zunächst mal im ökonomischen Bereich, dann auch in Folge sicher im politischen, sozialen und kulturellen Bereich, eine zentrale Bedeutung. Das sind sicher zunächst mal die Industriestaaten und in dem Umfange, wie die noch nicht industrialisierten Staaten, die Schwellenländer oder auch nicht industrialisierten Staaten, wie zum Beispiel weitgehend Indien und China mit zusammen mehr als 2 Milliarden Menschen, deutlich mehr als 2 Milliarden Menschen, nicht, wenn die jetzt auch in den Industrialisierungsprozess eintreten würden, würden die auch jetzt zunächst mal nicht als Käufer auf dem Markt, auf dem globalen Markt auftreten, das tun sie jetzt schon, begrenzt durch ihre Devisen. Aber sie werden dann als Anbieter in den globalisierten Markt eintreten, ohne dass dahinter noch Reste, Überreste einer halbwegs anstandsregulierten Werteordnung steht. Wenn wir also jetzt in dem Jubiläumsjahr von Ludwig Erhard traurig das Wort vom Shareholder Value hören, und dann ist das auch ein Zeichen eines absoluten Werteverlustes, dass nicht mehr der Faktor Arbeit im Mittelpunkt steht, dass nicht mehr der Faktor Innovationsfreude und Innovationskraft im Vordergrund steht, sondern der Shareholder Value. Und das zeigt, dass die klassische Werteordnung zerbrochen ist. Und in dem gleichen Umfange, wie Shareholder Value in den Mittelpunkt gerückt wird, wird auch die Globalisierung, der Export von Arbeit und alles, was mit Globalisierung zu tun hat, massiv um sich greifen. Nicht die Shareholders verlangen eben, dass Kosten eingespart werden, wo es auch immer geht. Und Arbeit wird dann exportiert dahin, wo sie am günstigsten, bei einer günstigen Kosten-Leistungsrechnung, am günstigsten zu haben ist. Nicht der Standortvorteil der Bundesrepublik Deutschland, hoher Ausbildungsstand und so etwas geht zunehmend verloren. Wie eben schon gesagt, die deutschen Universitäten sind zum Teil in einem traurigen, wenn nicht sogar trostlosen Zustand. In Kalkutta studieren, weiß ich, 10.000 oder 20.000 junge Leute Informatik. Und das wenigstens ebenso gut wie in der Bundesrepublik. Und was da auch auf uns zukommt, ist, wie gesagt, auch nicht abzusehen. Im Augenblick ist Indien ja gerade nur auf dem schmalen Sektor der Informatik dabei, Weltführung zu übernehmen. In 10 Jahren wird es wahrscheinlich die Weltführung übernommen haben.
Aber das ist ein schmaler Sektor. Das wird in allen, auch dann im industriellen Bereich, einen Angebotsdruck geben, der nur dann zu meistern ist, wenn 90% der Arbeit bei geeigneten Arbeitsplätzen, also bei geeigneter Ausbildung der Arbeiter, bei geeigneter Infrastruktur dann aus der Bundesrepublik Deutschland exportiert werden. Nicht zu behaupten, wir wären am Bodensatz mit den 5 Millionen Arbeitslosen angelangt, das stimmt einfach nicht. Es werden sehr viel mehr werden. Ungelernte Arbeit wird kaum mehr nachgefragt werden und ist auch kaum mehr vermittelbar. Bitte? Weil es teuer ist. Ja, weil es teuer ist. Da haben wir das letzte Mal uns ja darüber unterhalten, dass die Deregulierung des Arbeitsmarktes vorzüglichstes Ziel sein muss, um diesen Deregulierungstendenzen zunächst einmal wenigstens auf dem Sektor Arbeit, wenn auch nur vorübergehend, vielleicht für 5, 6 Jahre kann man den Prozess aufhalten, durch die Deregulierung des Arbeitsmarktes den Export von Arbeit zu verhindern oder jedenfalls zu erschweren, es weniger interessant zu machen, Arbeit zu exportieren. Und zwar beide müssen deregulieren, die Gewerkschaften wie der Staat. Ich sehe zum Beispiel nicht ein, warum die ganzen Kündigungsschutzgesetze notwendig sind. Das BGB reicht meines Erachtens völlig aus, was Kündigungsschutz bedarf. Und das Tarifvertragsgesetz können wir uns auch schenken. Globalisierung wird zu einer neuen funktionalen Werteidee und ist dabei, auch als Werteidee verstanden zu werden. Und das in ganz engem Verbindung mit der globalen Werteidee vom Shareholder Value, die zunächst in den USA aufgekommen ist und dann jetzt weltweit grassiert, in allen Industrieländern grassiert. Damit kommt die Globalisierung, wird zu einer funktionalen Werteidee, die sich material in verschiedenen Ländern sehr verschieden brechen wird. Aber Globalisierung ist ein Wert für viele Unternehmen geworden. Und zwar nicht selten zu dem entscheidenden Wert, der jedenfalls bei Groß- und Mittelunternehmen das Überleben des Unternehmens überhaupt sich erst sichert. Als Idee zunächst einmal. Ich muss ständig überlegen, soll ich nicht globalisieren, also soll ich nicht arbeiten. Exportieren, soll ich nicht im Export neue Märkte suchen, soll ich nicht also Waren exportieren, soll ich nicht auch Rohstoffe, Rohmaterial, eben wurden die Batterien schon genannt, nicht auch einfach importieren, nicht wie viele in der Unterhaltungselektronik etwa tragen europäische Namen und stammen irgendwo aus wenn Sie das Ding mal aufschrauben, irgendwo dann Made in Thailand oder so, irgendwo die tollsten exotischen Namen darunter. Da können gute europäische Etiketten draufgeklebt sein. Meines Erachtens ist es notwendig, dass die ökonomische Globalisierung zunächst mal von uns auch emotional akzeptiert wird und dass wir daraus unsere Konsequenzen ziehen. Und das gilt jedenfalls im Augenblick für die Bundesrepublik Deutschland, aber auch für die meisten Länder der EU, vielleicht mit Ausnahme von Großbritannien, für alle europäischen Länder, für alle Länder der EU. Und ich halte es auch für gefährlich, dass wir eine Scheinharmonisierung bekommen in der EU, die übrigens uns Deutsche etwa nochmal 2 Billionen kosten wird, ähnlich wie die bislang misslungene Wiedervereinigung, die ja nur eine politische ist und keine ökonomische, soziale und kulturelle ist, die uns auch bislang schon 1 Billion Transferzahlungen, private und öffentliche, eingebracht hat und dass wir dann, wenn wir Maastricht durchführen, konsequent und über den EU und über den Euro finanzieren, nochmal etwa, jetzt umgerechnet auf Billionen, nochmal wieder die gleichen Transferzahlungen an die Südländer bezahlen müssen, an Griechenland, Italien, Spanien und andere Länder, die verglichen mit uns unterindustrialisiert sind.
Aber mit der Industrialisierung eben dieser Länder und den Zuschusszahlungen dieser Länder schaffen wir ja doch erstens mal wieder einen neuen Exportmarkt, und zwar nicht für Produkte, sondern für Arbeit. Und zum Zweiten schaffen wir im Produktmarkt uns Wettbewerber im Inland. Also durch Importe, durch Billigimporte. Einmal müssen wir bezahlen, und zweitens die Folge dieses Bezahlens ist dann, dass wir überschwemmt werden mit Waren aus Billigprodukten, aus Ländern, die deutlich billiger produzieren können als wir. Ja, natürlich, subventionieren. Früher, wir können früher oder später nicht mit den Methoden der Subventionierung, und der Zölle, der Schutzzölle arbeiten, weil die einfach früher oder später nicht mehr bezahlbar sind. Deshalb wird früher oder später auch dieses System, was wir heute noch hochhalten, zusammenbrechen. Nicht? Die Globalisierung der Landwirtschaft, die einzigen, die ja vorläufig nicht globalisiert werden, sind die Handwerker im Werksvertragsverhältnis stehen und die Dienstleistungen, die vor Ort und Stelle erbracht werden, angefangen vom Zahnarzt bis zum Friseur. Nicht, das sind, die sind nicht zu globalisieren. Aber globalisieren, und das wird leicht übersehen, ist globalisierbar, ist auch die Landwirtschaft, nicht nur die Industrie. Und was das dann für uns bedeutet, wenn die Landwirtschaft nicht mehr EG-subventioniert wird oder EU-subventioniert wird und nicht mehr national subventioniert wird, das können wir uns kaum vorstellen. Das sind zwar immerhin nur 6% der nationalen Wertschöpfung, die durch die Landwirtschaft, die deutsche Landwirtschaft erbracht wird in der Bundesrepublik Deutschland, aber es sind doch eine Menge von Menschen, die dahinter stehen. Und denken Sie daran, dass die sogenannte Urproduktion ja auch emotional geschützt ist. Die Urproduktion meint eben Landwirtschaft, Erz, Bergbau, Werften und so etwas. Das sind bestimmte Formen der Urproduktion, die wir schon seit Jahrhunderten eben unterhalten. Nicht? Und die sind emotional bei uns geschützt. Dieser emotionale Schutz geht mit dem Verfall der Werte der Neuzeit ebenfalls früher oder später unter. Und wir werden diese Bereiche nicht mehr durch Subventionen am Leben erhalten können. Und das gilt neben der Industrie auch für die Landwirtschaft. Überlegen Sie sich einmal, was der deutschen Volkswirtschaft verloren geht, dadurch, dass wir überteuerte landwirtschaftliche Produkte kaufen müssen. Wir könnten auf einen Schlag unsere Problematik mit der zu kleinen Konsumquote beheben, wenn die landwirtschaftlichen Produkte nur noch die Hälfte kosteten. Also wenn sie zu Weltmarktpreisen eingekauft werden könnten. Aber das tun wir nicht, ne? Das passt nicht in unser Denken rein. Emotionale Widerstände, die Urproduktion schützen. Welches sind nun die Gründe dafür, dass die ökonomische Globalisierung, die wir jetzt eigentlich leidend nur merken am Arbeitsmarkt und zum Teil sicher auch im Produktbereich, wenn Waren überteuert werden, dadurch, dass sie geschützt werden durch Subventionen und Zölle, dass wir hauptsächlich das aber merken am Arbeitsmarkt. Für mich ist es ein Rätsel, warum die Deutschen nicht einfach protestieren dagegen, dass, und zwar wirklich ernsthaft protestieren dagegen, dass alles Mögliche subventioniert wird. Und auf der anderen Seite klagen wir und führen einen Teil der Arbeitslosigkeit darauf zurück, dass unsere Konsumquote zu gering ist. Natürlich ist die Konsumquote zu gering. Wir könnten aber leicht die Konsumquote verdoppeln, wenn wir wirklich einen freien Warenmarkt hätten, der absieht von Zöllen und Subventionen, und zwar international, wenn GATT, die Ideale von GATT und den Folgen, realisiert würden. Ob damit nicht der Export von Arbeit letztlich doch nicht dadurch aufgehalten werden kann, wenn wir unsere Konsumquote plötzlich von einem Jahr auf das andere nahezu verdoppeln könnten oder zumindest um 50% steigern könnten, das ist eine andere Frage. Aber zunächst mal kämen wir aus dem augenblicklichen Loch raus,
in dem die Politik gelähmt ist. Und in dieser multioptionalen Welt haben wir praktisch nur zwei Optionen in der konkreten Politik. Das habe ich das letzte Mal Ihnen schon vorgetragen. Nämlich entweder die Nulloption oder die Desorientierung. Zu sehen, welche Chancen da sind und welche Möglichkeiten da sind, im Markt etwas zu verändern, im Denken etwas zu verändern, in den Werteinstellungen, Orientierungen, Interessen und Bedürfnissen etwas zu verändern, das gibt es nicht. Wir sind, haben zum obersten Artikel 1 des Grundgesetzes erhoben, wohl erworbene Besitzstände sind unantastbar. Nicht? Und wir sind nicht bereit, davon zu lassen. Die Würde des Menschen kümmert keinen mehr. Und so muss dann die ökonomische Globalisierung, die unausweichlich auf uns zukommen wird, die beiden Gründe habe ich Ihnen schon genannt, das ist einmal die ökologische Globalisierung und zweitens der Werteverlust der Neuzeit, auch in seiner Folge zu einer politischen Globalisierung kommen. Zunächst einmal die Gründe für die ökonomische Globalisierung des industriellen Sektors, aber auch des landwirtschaftlichen Sektors sind sicher die bestehenden, dass die bestehenden nationalen ökonomischen Grenzen erzwingen nicht mehr bezahlbare Schutzmechanismen. Das ist sicher einer der Gründe der Globalisierung. Nicht die Schutzmechanismen, welche den Binnenmarkt gegen fremde Wettbewerber abschotten oder auch versuchen, auf diese Weise künstlich den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Zweitens ist es aber auch so, dass die bestehenden Differenzen der Steuergesetzgebung früher oder später die Globalisierung, die politische Globalisierung erzwingen. Also die politische Globalisierung wird zunächst mal an zwei Fronten notwendig durch die ökonomische Globalisierung erzwungen werden. Das ist zum einen sicher der Abbau von Subventionen und weil nicht mehr bezahlbar, vom Steueraufkommen her nicht mehr bezahlbar, der Subventionen der Zölle, der Schutzzölle, die eine viel größere Rolle spielen. Der EU-Raum ist durch hohe Schutzzölle gegen die Außenwelt abgeschottet, das sehen viele Leute gar nicht. Nicht? Und das Zweite ist, dass es notwendig, die von der ökonomischen Globalisierung zur politischen kommt, sind die Steuergesetzgebung, die Sozialgesetzgebung und die Umweltgesetzgebung. Die sind Motor für die Globalisierung. Und wenn wir uns hier, und zwar für den Export von Arbeit bei uns, und wenn wir hier in diesen drei Bereichen nicht sehr bald umdenken, dann wird der Export von Arbeit katastrophale Folgen haben und Arbeitslosigkeit in Deutschland überhand nehmen. Dann haben wir jetzt vielleicht knapp die Hälfte erreicht von der Gesamtarbeitslosigkeit in 20 Jahren. Der Versuch, die Globalisierung früher oder später muss dann auch global die Steuergesetzgebung weltweit recht ähnlich sein. Nämlich, denn da, wo niedere Steuern sind, haben Länder Wettbewerbsvorteile. Also wird unter Ceteris Paribus-Bedingungen der steuerbegünstigte Standort gewählt, wie auch jetzt schon für viele Unternehmen steuerbegünstigte Standorte jedenfalls so gewählt werden, dass nur an diesen steuerbegünstigten Standorten Gewinne anfallen. Sie kennen die Tricks der großen Unternehmen, die nur in steuerbegünstigten Regionen Gewinne anfallen lassen und hier in Deutschland, in Hochsteuerländern, auch in Frankreich zum Teil, in Hochsteuerländern ihre Verluste einbringen. Also die Gleichschaltung der Steuergesetzgebung wird früher oder später unvermeidlich sein. Und da wäre der Vorschlag der CDU, jetzt mit der Steuerreform, mit der sogenannten großen Steuerreform, natürlich nicht ein absolut neues Denken ist, sondern an Rumdoktern, an Missständen der bestehenden Steuergesetzgebung, nicht ein nicht völlig neues Steuerkonzept, könnte zum Beispiel sagen, darin bestehen, dass man sagt, warum müssen wir eigentlich menschliche Arbeit an erster Stelle besteuern? Nicht, warum müssen wir, können wir nicht Umweltverbrauch an erster Stelle besteuern, als Hauptsteuerquelle nehmen?
Nicht? Irgendwie scheint mir das inkonsequent zu sein, dass wir sagen, nee, wir müssen an erster Stelle menschliche Arbeit und die Produkte menschlicher Arbeit besteuern. Warum sollen wir nicht das besteuern, was das kostbarste Gut geworden ist und das selten das knappeste Gut? Das ist nämlich die Umwelt, die gesunde Umwelt. Verbrauch von Umweltbesteuerung als dominante Steuerquelle. Nicht? Und der ist ja durchaus zu messen. Ich persönlich sehe nicht ein, warum nicht der Liter Benzin 5 Mark kosten darf. Nicht? Wenn die Beseitigung der Umweltschäden, die durch den Betrieb und die Herstellung im Betrieb eines Autos entstehen, diesen Preis gerechtfertigt sein lassen. Dafür dann aber das Absenken der an menschliche Arbeit und deren Produkte gebundenen Steuern. Nicht, wenn es dieser Gedanke weltweit käme, sich durchsetzen könnte, dann wäre das schon eine wichtige Aufgabe der ökokratischen Zielvorgabe, dafür zu sorgen, dass Steuersysteme in dieser Richtung denkend gleichgeordnet werden. Zweitens, nicht nur die Angleichung der Steuergesetzgebung, also die bestehenden Differenzen der Steuergesetzgebung müssen aufgehoben werden, sondern auch der Sozialgesetzgebung. Nicht, wir müssen sehen, dass wir weltweit zu einer ähnlichen Sozialgesetzgebung kommen. Denn gerade die Sozialgesetzgebung, denken Sie nur an die sogenannten Sozialversicherungen, bedeuten für die Bundesrepublik Deutschland einen erheblichen Standortsnachteil. Und Länder, die praktisch gar keine Sozialgesetzgebung haben, sind die Begünstigten. Keines ist gut. Eine übertriebene, möglichst perfekte Sozialgesetzgebung und das Fehlen jeder Sozialgesetzgebung, beides ist gleich schlecht. Aber nur über eine ökokratische Struktur können wir dazu kommen, dass die Sozialgesetzgebungen so aneinander angepasst werden, dass der Wettbewerb zwischen den Nationen de facto aufhört. Nicht? Und das bedeutet ja, das ist ja das Ziel der Globalisierung. Das nationalökonomische Denken geht unter in einem weltökonomischen Denken. Notwendig, ja. Globalisierung bedeutet, weltökonomisch zu denken und nicht mehr nationalökonomisch zu denken. Vorläufig denken wir auch noch eifrig nationalökonomisch. Und das führt dann dazu, dass in dieser multioptionalen Welt dann die Bundesregierung die Nulloption gewählt hat und die Opposition die Desorientierung gewählt hat. Aber keiner kommt auf den Einfall, dass es ja doch viele Möglichkeiten gibt der steuerlichen Anpassung, der Steuerreformen. Und die CDU besteht eben halt auf ihrer. Nicht? Da kommt eben halt nur der Weigel-Vorschlag in Frage. Und der muss dann, wenn nicht ganz, dann in Stufen realisiert werden. Nicht? Ich glaube, dass wenn man 10 Professoren des Steuerrechts zusammensetzt, dass die in der Lage wären, auch ein halbes Dutzend Vorschläge, um die gewünschten Ziele zu erreichen, ausarbeiten lassen könnte. Nicht? Und da hätte man natürlich eine viel größere Verhandlungsmasse gegenüber der Opposition. Und so wie das jetzt die jetzige Vorlage, diese stümperhafte Vorlage der Weigel-Gesetzgebung oder des Weigel-Vorschlages für die Steuerreform aussieht, nicht, die wäre ja zu einer mittleren Katastrophe geworden, wenn sich im Bundestag die Opposition der Stimme enthalten hätte. Die wissen nämlich nach den bestehenden Mengen von Subventionen und ähnlichen Subventionen in allen möglichen Bereichen, also nicht nur im Warenbereich, sondern auch im Sozialbereich, wäre die nicht bezahlbar gewesen. Nicht, das Loch sind nicht 30 Milliarden, die neu beschafft werden müssen über andere Methoden. Nicht, diese 30 Milliarden, die haben wir schon am Hals, wenn wir den Solli-Beitrag um 2 oder 2,5% senken. Wie würde das erst aussehen, wenn wir die Weigel'sche Steuerreform gemacht hätten? Nicht, die nicht neu denkt, sondern nur versucht, durch Schlupflöcher stopfen, die so im Laufe der Zeit entstanden sind, das alte Steuersystem zu optimieren. Dadurch, dass man die unteren Einkommen weitgehend steuerfrei lässt und die oberen Einkommen von 52% dann auf 34 oder 36% reduziert. Sämtliche Subventionen, das ist der entscheidende Weg. Ja. Das sind 3 Millionen, aber es bringt nicht 40, die sind gebraucht.
Natürlich. Wenn wir alle Subventionen streichen würden, eine Landwirtschaft angefangen, bis hin, also bitte achten Sie darauf, dass Subventionen nicht nur Industrie und Landwirtschaft betreffen, sondern ja auch, es eine Subventionierung ist, der gesamte Sozialleistungsbereich ist auch eine Subvention, eine Subventionierung. Nicht? Auch hier muss man überprüfen, ob tatsächlich das Existenzminimum, und zwar ist jetzt nicht nur das physische Existenzminimum gemeint, sondern dass das auch das kulturelle Existenzminimum, alle diese fallen unter den Begriff des Existenzminimums, ob wir da uns da nicht in eine Situation begeben haben in der Sozialgesetzgebung, die nicht mehr finanzierbar ist. Also dass wir auch hier eine Übersubventionierung haben. Also es muss zu einer Gleichschaltung der Steuergesetzgebung, Sozialgesetzgebung und natürlich auch der Umweltgesetzgebung erfolgen. Denn sonst werden Großunternehmen und Mittelunternehmen gezwungen, ihre steuerlich relevanten Standorte woanders hin zu verlegen und auch weiter Arbeit hier abzubauen, weil sie durch die Sozialgesetzgebung und die Kündigungsschutzgesetzgebung und Ähnliches, ich rechne das jetzt mit der Sozialgesetzgebung, viel zu teuer geworden ist. Ich habe schon mal das letzte Mal darüber gesprochen, warum ist es denn nicht nach christlichen Vorstellungen sogar zwingend notwendig und sogar nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das Subsidiaritätsprinzip ja doch als, wenn auch nie in der Verfassung genannt, aber doch als wesentlichen Grundsatz unseres Verfassungsrechts ansieht und auch jetzt wieder in der, wenn auch nicht realisiert, so doch wenigstens idealisiert, im Maastrichter Vertrag ja wieder ausdrücklich genannt wird, dass sie das Subsidiaritätsprinzip ja doch auf dem Arbeitsmarkt einfordert, dass die Tarifverträge zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat geschlossen werden. Und nur hilfsweise können dann die Gewerkschaften oder die Arbeitgeberverbände eingreifen. Ich habe ein Verständnis, wenn man diese Gleichschaltung betreiben will, dann müssen doch in den nationalen Ökonomien die gleichen Zustände herrschen. Ja, wir werden uns darüber unterhalten müssen. Das Prinzip der Entropie müsste langfristig gesehen dazu führen, dass wir eine Gleichverteilung des Wohlstandes oder die Gleichverteilung der Armut bekommen. Das ist einer der Probleme, die die Globalisierung mit sich bringt, und dagegen müssen wir etwas tun, dass es dazu nicht kommt. Und das kann nur dadurch nicht dazu kommen, dass wir uns Standortvorteile verschaffen. Etwa durch sozialen Frieden, das wäre ein Standortvorteil durchaus, und das ist vielleicht auch jetzt ein wichtiger Standortvorteil in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber manchen anderen Ländern. Wenn auch der soziale Friede sicher in der Schweiz und in Österreich und in Japan erheblicher ist als in der Bundesrepublik. Dann, dass das Bildungsniveau sich deutlich verbessert, dass die Arbeitskraft hier sich verbessert. Den einzigen Punkt, den wir noch haben, um nicht hemmungslos am Arbeitsmarkt zu globalisieren, ist die mangelnde Migrationswilligkeit der meisten Deutschen. Die wollen eben lieber in Deutschland arbeitslos sein, als woanders Arbeit haben. Nicht, dass das viel Geld kostet, ist eine andere Sache. Ja, nicht, aber die Migrationsbereitschaft der meisten Deutschen ist in der Nähe von Null. Wenn ein Deutscher sich mal irgendwo sein Häuschen gebaut hat, dann ist er de facto nicht mehr migrationsfähig. Warum denn? Meine Freunde in den USA, die wohnen schon im 10. Haus oder im 11. Haus, wie die Kollegen von der Universität in Loyola Universität oder von... Warum müssen wir denn unbedingt dran hängen? Und ich gebe zu, das einzige Problem ist, das müssten wir aber auch irgendwie lösen können, sind die verschiedenen Schulsysteme in verschiedenen Bundesländern, nicht? Dass man die Kinder, Vater versetzt und Kind sitzen geblieben. Nicht? So geht es auch nicht. Da muss man also auch irgendwo was dran ändern. Ja, bitte. Kann ich auch hier eine Bedingung nennen, dass die Mobilität erst ab einem bestimmten Bildungsstand anfangen kann?
die Mobilität ist eigentlich nicht so sehr vom Bildungsstand abhängig, sondern vom Lebensalter. Je älter ein Mensch wird, umso immobiler wird er. Nicht, wenn er mal schon verheiratet hat und Kinder hat, dann ist die Immobilität, und gar ein Häuschen gebaut hat, dann ist die Immobilität, ist die Mobilität gleich null. Nicht, der geht lieber in die Arbeitslosigkeit, als dass er, selbst wenn er in seiner Arbeit in den USA oder in Japan oder in Indien oder in China nachgefragt würde, als dass er dann, als dass er dann eben einen solchen Umzug wagen würde. Das ist auch eine Sache des Umdenkens. Andererseits, wie gesagt, ist das der Grund darum, warum wir scheinbar oder anscheinend vergleichsweise wenig Arbeit exportieren in Form von an die Menschen gebundener Arbeit, sondern uns draußen Arbeit kaufen müssen. Wir exportieren Arbeit und nicht Menschen, die Arbeit verrichten. Nicht, und das kostet viel Geld. Nicht, die Arbeitslosigkeit ist eine teure Angelegenheit. Und ich meine, die Mobilitätskriterien, die die Bundesanstalt für Arbeit festgelegt hat und auch immer weiter festlegt, sollten nicht nur im nationalen Bereich bestehen, sondern die Mobilitätsbereitschaft müsste auch über nationale Grenzen hinaus vorhanden sein. Das heißt, wir bräuchten ein europäisches und werden es auch bekommen, eine EU-Arbeitsvermittlungsstelle, nicht, die dann auch durchaus im zumutbaren Bereich Arbeit ins Ausland jetzt als Arbeitskraft, dass die Arbeitskraft ins Ausland geht und nicht die Arbeit ins Ausland geht. Aber hier haben wir jetzt kein politisches Problem, sondern hier haben wir ein typisch deutsches Problem deutscher Mentalität oder sagen wir deutschsprachiger Mentalität, denn die Migrationsbereitschaft auch in der Deutschschweiz, also auch in Österreich, ist nicht sonderlich groß. Ist ganz ähnlich. Nicht, das ist also ein typisches deutschsprachiges Phänomen. Nicht, und das setzt auch unter Umständen voraus, dass prinzipiell schon ab ersten Schuljahr eine Fremdsprache vermittelt wird. Warum nicht? Nicht, wenn ich die europäische Mobilität einfordere und hier nicht unnötig Arbeitslosigkeit anfallen lasse, mitsamt deren Kosten, dann ist eben halt die Beherrschung wenigstens einer der großen Fremdsprachen unbedingte Voraussetzung. Nicht, das ist im Augenblick, könnte das Englisch oder Spanisch sein und in absehbarer Zeit vielleicht auch noch Chinesisch. Nicht, China wird in absehbarer Zeit riesige Mengen von Managementwissen benötigen. Dass die in Amerika, vor allen Dingen in den USA ausgebildeten Studenten reichen nicht aus. Chinesischen Studenten reichen nicht aus, um das Managementwissen, was notwendig ist für ein industrialisiertes China, auf die Beine zu stellen. Nicht, wer von den Managern, jetzt den Jüngeren, sagen wir mal den 40-Jährigen, ist denn schon bereit, nach China zu gehen, wenn er nur 20% des Lohnes in China bekommt, wohl aber Arbeit hat? Die meisten gehen lieber in die Arbeitslosigkeit. Ich bin der Meinung, dass eine globale Währung erst folgen kann, wenn Globalisierung im ökonomischen Bereich weitgehend abgeschlossen ist. Wir haben schon einmal den Versuch gehabt, eine globale Währung einzuführen. Das ist in dem Bretton Woods-Vertrag vom 23. Juli 1944, sollte das nach dem Krieg, war man der Meinung, dass eine zureichende Adaptation zumindest der späteren OECD-Länder im Bereich der ökonomischen Konzeption so weit erreicht ist, dass man eine Einheitswährung schaffen konnte. Bretton Woods hat eine Einheitswährung geschaffen, Gott sei Dank dann nach dem Modell, das Biedenkopf vorgeschlagen hat. Die Schwankungsbreiten der Währungen waren auf Null gestellt. Der Dollar war Leitwährung, ursprünglich bei Deutsch für 4,20 Mark zu haben, bezogen auf Gold mit 35 Dollar die Unze.
Und das hat dann auch, bitte achten Sie darauf, dass wir das schon mal hatten alles. Das hat deshalb nicht funktioniert, nicht, weil die nationalen Egoismen über Subventionen, Zölle und Ähnliches, aber auch über verschiedene Industriepolitiken und Agrarpolitiken dieses nach wenigen Jahren zum diesen, diese Idee nach wenigen Jahren zu Fall gebracht hat. Amerika hat schon mal versucht, eine ökonomische Globalisierung zu erreichen über Bretton Woods. Ist aber in die Hose gegangen. Nicht in die Weltbank und der Weltwährungsfonds haben jetzt alles andere Funktionen, als die Globalisierung zu realisieren. Ich will dem Euro nichts Schlechtes wünschen, aber es wundert mich, dass Sie von dem Schicksal der Globalisierung, die wir schon mal hatten, mit der Einheitswährung des Dollar und alle Währungen waren fest an den Dollar gebunden, dass wir daraus nichts lernen. Nicht, das ist doch alles in unserer Lebensphase, die Älteren von uns haben das doch miterlebt, wie Bretton Woods zusammenbrach. Nicht, also ich würde was anderes vorschlagen. Ich würde vorschlagen, dass wir die ECU, die European Currency Unit, als Referenzwährung machen, auf die nur als Giralgeld existiert, auf die aber jeder fakturieren kann, dass jeder auch für seine Auslandsaufenthalte sich Reiseschecks besorgen kann, die auf die ECU lauten und damit keine Währungsverluste, Umtauschverluste hat. Nicht, wenn er schon diese fantastische von der Bundesregierung errechnete Geschichte, wenn ich mit alle EU-Länder bereise, dann habe ich von 100 Mark nur noch 41 Mark, weil ich die 59 Mark, die fehlen, als Transferkosten habe bezahlen müssen. Das ist nackter Quatsch. Das kann man also viel leichter. Dieses Problem, dafür brauchen wir den Euro nicht. Nicht dafür genügt es völlig, die ECU als Kunstwährung einzuführen, die als reines Giralgeld funktioniert. Nicht, und wir behalten, wenn die Sache nicht funktioniert, dann können die Währungen ja gegeneinander durchaus fluktuieren. Das sollten sie auch können. Nicht, oder wir sollen dem Vorschlag von John Major folgen, der in einem luziden Moment seiner Regierungszeit mal gesagt hat, ja, ich bin für die Einführung des Euro, aber der soll dann als Zweitwährung mit den anderen nationalen Währungen konkurrieren, dann gucken wir mal, was sich durchsetzt. Warum vertrauen wir dem Markt denn nicht? Warum vertrauen wir dann einigen, der Euro ist eine politische Erfindung, keine nationalökonomische. Jeder Nationalökonom hätte andere Vorstellungen gehabt, wie man dieses Problem lösen kann. Eine habe ich Ihnen gerade vorgetragen, das wäre die einfachste gewesen, weil wir die ECU ja schon haben. Ja, das ist ja, ich meine, in die European Currency Units sollte man, wenn es schon Englisch ist, nicht EQ aussprechen. wer auf diesen Einfall gekommen ist, die ECU EQ zu nennen und das dann die FAZ und das alle das nachmachen und das ist ECU, heißt das. Und in allen Gesetzen in Maastricht heißt es die ECU. Die und nicht der EQ. Also für die, die ECU noch nicht vertraut ist, gemeint ist der EQ, ja? Die ECU können wir ja einführen, ich habe es ja gesagt, nicht? Wahrscheinlich wird der Euro einfach auch den Wert jetzt der ECU haben. Also etwa 2 Mark, so rum, plus minus. Plus minus 10 Pfennig. Je nachdem, wie zufällig am Umstellungsdatum die D-Mark zum ECU-Korb steht. Nicht, die ECU hindert schon allzu große Währungsausschläge, eben weil es ein Korb ist. Nicht, das sind immer ein paar Pfennige, wenn der D-Mark gegen den französischen Franken sagen wir mal, sich aufwertet, dann ist das beim ECU, macht das vielleicht einen Pfennig dann aus, wenn er sich um 10 Pfennige abwertet, der Franken.
Das würde ausreichen, um das, was man will, nämlich eine stabile Einheitswährung zu schaffen, eine relativ stabile Einheitswährung zu schaffen, das ist völlig ausreichend. Und jeder kann sein Konto, wenn er will, als Generalgeldkonto auf ECU führen und kann auch dann seine Reisechecks auf ECU ausstellen lassen und kann die überall dann zum Tageskurs in jeweiliger Landeswährung sich auszahlen lassen, in Bargeld. Also ich sehe nicht ein, was der ganze Quatsch um den Euro soll. Also wie gesagt, der Euro ist eine reine politische Erfindung und nicht etwa eine ökonomische. Und wer am Euro interessiert sind, das sind einzig und allein die Großunternehmen und die Banken, die darauf hoffen, dass die D-Mark schwach bleibt und ist und der Dollar möglichst stark wird. Dass die Leute aus der D-Mark in den Dollar fliehen, was sie ja bis vor 14 Tagen auch getan haben. Nicht erst seit der Euro fraglich wird, in dem gleichen Umfang sinkt der Dollar. Ja, bitteschön. Ach ja, die Banken sind deshalb daran interessiert, weil was in Ansätzen ja schon erfolgt oder in absehbarer Zeit erfolgen wird, übernationale Bankensysteme entstehen. Im Augenblick haben wir nur immer nationale Bankenfusionen. Dann übernationale Bankenfusionen entstehen mit riesigen Banken, die etwa mit den japanischen oder mit den US-Banken wettbewerben können. Nicht, das geht aber schlecht, wenn man das mit mehreren Währungen macht. Eine Bank mit mehreren Währungen, weil es zu tun hat. Das wird nicht weiter. Genauso wie das deutsche, wie jetzt in Andeutungen ja schon aufhört, das deutsche Versicherungswesen nicht mehr national zu agieren. Beginnt also das deutsche Bankenwesen in der Form, wie wir es jetzt haben, wird zusammenbrechen. Nicht, und ich glaube, wir sollten auch jetzt die Neuankündigung der Vereinten Bayerischen Banken, Kapital zu erhöhen, die ja gestern gekommen ist und dann gleich den Kurs heute Morgen schon massiv gedrückt hat. Ist ja auch merkwürdig, nicht, dass die Deutschen plötzlich jetzt anfangen, bei niederen Aktienkursen, bei relativ niedrigen Aktienkursen, wenn der DAX auf 3.800 steht oder 3.700 antendiert, junge Aktien zu emittieren. Nicht, kein Mensch kommt auf den Einfall, in der Base Aktien zu emittieren, aber alle deutschen Unternehmen, also fast alle großen deutschen Unternehmen tun es. Und das hat dann dafür, das führt dann dazu, dass die Base noch kräftiger wird. Ja? Also wenn man hinguckt, dann kann man Rationalität, mit Rationalität hat das nichts mehr zu tun. Bei Banken ist der Zusammenschluss insofern gerechtfertigt, als der wiederum der Vorbereitung eines übernationalen EQ-Bankensystems dient. Oder ECU-Bankensystems oder Euro-Bankensystems führt. Also auch das ist natürlich ein weiterer Weg, ein weiterer Schritt zur Globalisierung. Nicht nur die Transparenz der Grenzen gegenüber Sorten und Devisen ist erheblich, sondern jetzt haben wir dann auch plötzlich ein international funktionierendes Bankensystem. Wir haben ja schon kleinere Niederlassungen, die drei großen Schweizer Banken haben ja schon in Frankfurt Niederlassungen und die First Boston, auch die gehört ja der Schweizerischen Bankgesellschaft. Okay, wir haben aber auch schon amerikanische Banken, aber mit relativ kleinem Kundengeschäft in der Bundesrepublik Deutschland. Das gesamte Einlagegeschäft ist weniger als 1% der ausländischen Banken. Die Frage ist, ob dann nicht auch als weiterer Schritt der Globalisierung nicht nur die Gleichschaltung des Steuerrechts, des Sozialrechts und des Umweltrechts, damit nicht auch verbunden ist, zentral eine Gleichschaltung des Polizei und Heeres, der Gleichschaltung des Polizei- und Heeresorganisation, die zwei Funktionen haben muss. Einmal die Überwachung tatsächlich der eurokratischen Strukturen,
Die müssen ja über Sanktionsmechanismen verfügen. Und zweitens sicher auch, wie jetzt auch in Ansätzen erheblich wird, denke ich, dass wir dieses brauchen, um regionale Instabilitäten, politische Instabilitäten, aber auch vielleicht dann soziale Instabilitäten fortzuregulieren. Nicht, dass der Einsatz in Bosnien der internationalen Truppenverbände viel zu spät kam, nämlich 2 Jahre zu spät kam, sieht mittlerweile jeder ein. Und dass der Abzug, wenn es dazu kommen sollte, denn zu einer mittleren Katastrophe kommt, führt. Eben weil es zu spät kommt. Jetzt sind die ethnischen Überzeugungen so fixiert, dass daran nichts mehr, kaum mehr was zu ändern ist. Und wenn man Frieden schaffen will, dann kann man allenfalls versuchen, jetzt nur noch durch eine halbwegs humane Umsiedlungs-, unter dem Schutz der UNO oder wem auch immer geschehene Umsiedlungsprozesse einzuleiten, sodass geschlossene Ethnien zustande kommen. Also Territorium und Ethnie gleichumfänglich sind. Nur dann wäre es früher oder später möglich, die militärische Präsenz in Bosnien aufzugeben. Und hier stehen wir natürlich, wenn wir so weit schon sind, dass wir sagen, wir kommen notwendig, wenn wir in das Wagnis der ökonomischen unweigerlich kommenden Globalisierung hineingehen, dass wir dann auch weitgehend eine politische und soziale Globalisierung nachfolgen lassen müssen. Ich denke hier immer an Kants Schrift vom ewigen Frieden, die tatsächlich mal wieder lesenswert ist, der behauptet, der Friede sei nur herzustellen, und zwar ist damit nicht nur der politische, sondern auch der ökonomische Friede gemeint, durch die Einführung eines Weltstaates, der sicher nicht mehr demokratisch ist wie unsere repräsentative Demokratie, im Sinne einer repräsentativen Demokratie und demokratisch sein kann. Ich habe in meinem Buch Die Weisheit für Unweise mal einen Vorschlag gemacht, der ziemliche Erregung erzeugt hat, nämlich dass man die ganze Gesetzgebung zum Teufel schicken sollte, die wir im Augenblick in dem ganzen Apparat, den wir im Augenblick in der Bundesrepublik haben, einen Bundespräsidenten, den haben, dem die Ministerbürokratie Gesetze vorlegt, der zu den einzelnen Fällen Fachmänner beruft, Fachleute beruft, die etwas von den Gesetzen und Folgen verstehen und dann die Sache unterschreibt oder nicht unterschreibt aufgrund des Rates der Fachleute. Warum sollen die Gesetze dadurch schlechter werden? Können Sie mir das mal sagen? Wenn eh schon der normale Bundestagsabgeordnete von einem Gesetz und dessen Folgen so gut wie nichts versteht und deshalb notwendig darauf angewiesen ist, das so abzustimmen, wie die Fraktion sagt, so ist es richtig. Ja, und zum Beispiel die beiden letzten würden das tun. Nicht? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir aus dem ganzen Schlamassel, in dem wir im Augenblick rumstecken, nur wenn Herr Herzog, er hat schon gesagt, dass er das nicht mitmacht, den Herr Herzog als Bundespräsident zurücktritt und durch ein konstruktives Misstrauensvotum, dem auch sich sicher viele CDU-Angehörige Abgeordnete anschließen würden, den Herrn Herzog, der in der Lage wäre, vielleicht den Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil er überparteilich einschließlich der PDS anerkannt und akzeptiert ist, dann auch überparteiliche Lösungen findet für die anstehenden Probleme. Nicht? Ich sehe nicht ein, warum das nicht möglich sein sollte, wenn nicht der Herr Herzog oder die Frau Herzog gesagt hat, du machst das nicht länger als 4 Jahre. Unterstellen Sie doch mal den Fall, dass ein Herr Gysi denn der Bundespräsident wird, wie es dann aussieht. Das können wir vielleicht einmal sein, ich glaube, wie wir einen hatten, 1933. Ja, das wäre natürlich schlimm, nicht? Wenn der Herr Hindenburg die Sachen unterschrieben hätte als Bundespräsident, als damals Reichspräsident oder später Hitler als Reichspräsident, dann wäre es schlimm, ja. Also Verfassungsreform? Ja, es wäre, ich glaube, eine Verfassungsreform, die die Legislative wirklich wieder funktionsfähig macht, ist dringend angefordert. Nicht? Und zwar muss sie allein von dem Gedanken einer funktionsfähigen Legislative geprägt sein und von sonst nichts. Wie kriege ich eine funktionsfähige Legislative hin? Ob das notwendig über demokratische, parteipolitische Mechanismen geschehen
muss, ist mir fraglich, denn nach Grundgesetz wirken die Parteien mit an der allgemeinen, an der politischen Bildung. Sonst nichts, sonst haben sie gar keine Aufgabe. Warum sollen wir nicht Parlamente von, mit Fachleuten besetzen? Parteilosen oder vielleicht auch parteigebunden, aber das ist unabhängig. Warum soll man denn nicht Fachleute reinsetzen? Nicht? Also einzig und allein, wir brauchen eine Verfassungsreform, die einzig und allein eine funktionierende Gesetzgebung im Auge hat, sonst nichts. Also fragen wir uns, welche Chancen sind mit der Globalisierung geboten, aber auch welche Gefahren? Zunächst mal will ich mit den Gefahren anfangen, einige habe ich schon genannt. Die sicher größte Gefahr ist, dass es zu einer Art über entropische Prozesse zu einer Gleichverteilung von Armut kommt. Das ist sicher eine große Gefahr über die Globalisierung. Ein zweites Problem ist, dass der Umweltschutz bei aller Globalisierung immer weniger funktioniert, es sei denn, er wird ökokratisch abgefangen, gesichert. Nicht? Es kann dazu kommen, dass die Globalisierung dazu führt, Umwelt hemmungsloser auszubeuten, als das jetzt durch nationale Gesetzgebungen noch verhindert werden kann, jedenfalls. Eine dritte Gefahr sehe ich in dem Entstehen weltweit agierender Monopole, die de facto dann Preise diktieren können. Eine vierte Gefahr sehe ich darin, dass die notwendige ökokratische Zentrale sich zu einer Ökodiktatur entwickelt. Und damit nicht mehr, Herrschaft neigt ja dazu, diktatorisch zu werden, wenn man sie nicht kontrolliert. Und wer soll die ökokratische Spitze, die ökokratische, wenn man so will, Weltregierung, die unvermeidbar, wie gesagt, kommen muss, wer soll die regulieren? Darin sehe ich eine Gefahr, da müssen Regulierungsmechanismen bedacht werden, mir fällt keiner ein. Es bleibt dann nicht nur bei einer ökokratischen Diktatur, also bei einer Ökodiktatur, sondern die Diktatur würde dann alle Bereiche, wie eben schon gesagt, hängen ja dann mit dem ökonomischen, mit dem ökologischen, auch die ökonomischen Fragen, politischen und sozialen Fragen zusammen. Es könnte dann also zu einer Art Weltdiktatur kommen, wie das, was ich in New Brave World vorgesehen ist, vorgeschrieben, das Horrorszenario ja vorgemacht ist. Ferner besteht die Gefahr, dass die notwendige Reihenfolge der Schritte hin zu einer politischen, sozialen Universalisierung nicht beachtet werden. Etwa die vorzeitige Einführung einer Einheitswährung oder so etwas. Dass die Reihenfolge falsch ist, nicht? Also wir müssen anfangen, sicher bei der Ökologie, das ist zwingend notwendig, und dann langsam von daher Schrittchen für Schrittchen in den politischen und sozialen Bereich hineingehen, schrittweise und nicht sprunghaft, nicht über eine Art von Weltrevolution. Endlich glaube ich, dass durch die Arbeitslosigkeit, die jedenfalls regional nicht unerheblich werden wird im Horizont der Globalisierung, erhebliche Bereiche entstehen, die sozial und politisch instabil sind. Und ich halte es für möglich, dass auch zu diesem instabilen Bereich, wenn nicht sehr bald etwas geschieht, die Bundesrepublik Deutschland gehören könnte. Wenn wir 10 Millionen Arbeitslose haben und die organisieren sich, und das ist deshalb leicht möglich, weil etwa 1 Million davon aus dem Management kommen mit Organisationserfahrung, die organisieren sich, dann haben wir damit die erheblichste gesellschaftsrelevante Kraft, die überhaupt denkbar ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und dann sieht binnen Kurzem die Bundesrepublik Deutschland so aus, dass man sie nicht mehr wiedererkennt. Das ist was anderes. Die Organisation der Gewerkschaften im 19. Jahrhundert war ein harmloses Lämmerschwanzgewackel verglichen mit dem, was dann auf uns zukommt. So, und wo entstehen die Chancen?
Es wird notwendig zu einem neuen und veränderten Verhältnis zur Arbeit kommen, zur Erwerbsarbeit kommen. Wir haben schon erste Ansätze, die die Erwerbsarbeit in ihrer Bedeutung in etwa relativieren, nämlich dass wir auch die Nichterwerbsarbeit, etwa Erziehung von Kindern, die in Familien geleistet werden, der Erwerbsarbeit gleichstellen. In zwei Fällen ist das sogar vom Gesetzgeber vorgesehen, nämlich im Ehegattensplitting, im Steuerrecht und im Scheidungsrecht, wenn Zugewinngemeinschaft besteht, dann wird halbiert der Zugewinn während der Ehe. Da wird also Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit gleichgestellt. Erste Schritte zur Neudefinition von Arbeit haben wir. Ich habe aber ein ganz anderes Problem, das jetzt mir vielmehr auch im moralischen Sinne, im ethischen Sinne Sorgen macht. Das ist, dass Menschen von Arbeit gehabt werden. Genauso wie man von Einfluss, Macht und Besitz, materiellen Besitz gehabt wird, kann man auch von Arbeit gehabt werden. Nicht? Und viele Arbeitslose leiden unter ihrer Arbeitslosigkeit, weil nicht sie Arbeit hatten, sondern die Arbeit sie hatte. Und wenn wir einmal wirklich eine biophile Ethik begründen, dann dürfen wir, ist das Ziel, dass ein Mensch von nichts besessen wird, auch nicht von seinem Besitz von Arbeit. Wenn wir dahin kommen, dass wir nicht mehr uns durch irgendetwas, was wir haben, definieren, sondern uns dadurch definieren, das, was wir sind, und das ist eigentlich die humane Definition, Selbstdefinition eines Menschen, während alles Definieren vom Haben her sehr problematisch ist, denn das, was uns hat, bedeutet, wenn wir es verlieren, einen Teil des Selbstverlustes, und das ist ja doch die Problematik sehr vieler Arbeitsloser. Arbeitswillige Arbeitslose, nicht, dass sie einen Teil ihrer selbst verloren haben. Hier muss eine grundsätzlich neue Einstellung zur Arbeit her. Und zwar geht das meines Erachtens nur dadurch, dass man ethische Kategorien internalisiert und sagt, ich darf alles, von dem ich besessen werde, ist schlecht, macht mich unfrei. Bringt mich in einen Zustand, in dem ich nicht mehr wie ein freier Mensch agiere, in einem Freiwillensentscheid ausfließenden Zustand meiner Geistestätigkeit. Alles. Nicht, ob das Aggressivität ist, ob das Arbeit ist, ob das Geld ist, ob das Einfluss, Macht und Ansehen ist, alles, was mich besitzt, macht mich unfrei. Ich glaube, dass das eine große Chance ist. Allerdings, wie gesagt, das geht nur mit ethischer Begleitung. Diese Selbstdefinition vom Besitz von Arbeit abzulösen durch eine Selbstdefinition eines Menschen, der sich versteht von seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, die er unter konkreten Rahmenbedingungen zu eigenem fremden Nutzen entfalten kann. Ich habe jetzt drei Manager, die so über 50 nicht mehr vermittelbar sind, jetzt mal in Beschäftigungen eingebracht, die ganz ungewohnt sind. Finanzielle Rücklagen waren zureichend vorhanden, wenn auch nicht üppig, aber so, dass sie jedenfalls der Familienbestand, die Familienfinanzierung gesichert war. Die Kinder waren meistens dann schon so weit, dass sie nicht mehr allzu viel kosteten. Das Umziehen etwas anspruchsvoller, eine kleinere Wohnung ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja durchaus zumutbar, meines Erachtens jedenfalls. Ich bin in ein Krankenhaus gegangen, habe mit dem Krankenhausseelsorger gesprochen, habe gesagt, hier könnt ihr nicht zwei Leute gebrauchen, die zureichend über Empathie verfügen, und macht dem mal eine Liste von den Kranken, die nie Besuch bekommen. Von Kranken, die länger im Krankenhaus waren, nie Besuch bekommen. Und die beiden haben das dann getan und sind zu den Kranken gegangen, die nie Besuch bekommen, und haben sich in deren Bett gesetzt und haben sich mit denen unterhalten, sonst nichts. Nicht? Und beide sind nach wenigen Monaten mal zu mir gekommen und haben mir gesagt, ich habe noch nie so etwas Sinnvolles in meinem Leben getan wie jetzt. Es gibt genug Arbeit, es ist aber nicht Erwerbsarbeit. Und es gibt erhebliche Mengen an sinnvoller Beschäftigung. Also in den meisten Krankenhäusern in Frankfurt, die ich kenne, werden Schwierigkeiten 10 oder 20 Manager, wenn sie etwas Empathie haben und noch nicht
größenwahnsinnig geworden sind, ja, sondern sich noch ein bisschen den Menschen einfühlen können, ohne weiteres unterzubringen sind. Denn das Pflegepersonal, das Bezahlte, hat keine Zeit für so etwas. Nicht? Und dann auch kleine Besorgungen machen für die. Nicht? Gucken, ob, wenn es ans Sterben geht, ob das Testament in Ordnung ist. Und habe ich auch allen Menschen verziehen, die, denen ich Unrecht getan habe oder die mir Unrecht getan haben, habe ich den Leuten, die mir Unrecht getan haben, verziehen, habe ich, wenn ich Unrecht getan habe, das wieder versucht in Ordnung zu bringen, sodass ich dann also in Frieden von dieser Welt sterben kann. Das ist eine Sache, die Sinn macht im Leben. Größeren Sinn macht als sich um, sagen wir, als Vorstand für das für den Verkauf, als Verkaufsvorstand, sich im Unternehmen 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang betätigt zu haben. Und wenn ich dann ehrlich bin, muss ich sagen, das soll es dann gewesen sein. Nicht, dass ich da unsere Produkte möglichst sinnvoll verkloppt habe. Also eine neue Einstellung zur Arbeit. Ich denke, das ist eine der großen Chancen, die mit der Globalisierung verbunden ist und der damit verbundenen, jedenfalls für die Region Mitteleuropa, notwendig verbundenen Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit. Zweitens, wie schon gesagt, kommt es damit dann auch zu einer sinnvolleren Selbstdefinition des Menschen. Ein Mensch, der sich jetzt nicht von dem gesellschaftlich vorgegebenen Ideal, der Mensch ist wertvoller, der Arbeit besitzt, hier definiert, sondern wie gesagt von seinen tatsächlichen Möglichkeiten und Chancen, die er durchaus realisieren kann. Es gibt so viele, ich würde auch selbst sagen, wenn jemand kein finanzielles Rückhalt hat, dass er dann noch im sozialen Bereich tätig sein könnte und tätig sein sollte, wenn er notfalls von Sozialhilfe lebt. Er kann seinem Leben Sinn geben, wenn er will. Seine Möglichkeiten und Fähigkeiten innerhalb der vorgegebenen, auch äußeren und inneren Grenzen zu eigenem und fremdem Nutzen entfalten. Das ist eine sinnvolle, biophile Selbstdefinition. Und die Chance, dass die von vielen Menschen akzeptiert wird, wächst. Endlich, drittens, kommt es auch, und das ist auch eine Chance, die ich sehe, zu einer gerechteren, wobei das Wort gerecht jetzt wirklich mal weltwirtschaftlich verstanden werden soll und nicht Gerechtigkeit im trivialen, umgangssprachlichen Sinne, kommt es zu einer gerechteren Verteilung von Arbeit und Gütern weltweit. Wenn dabei allerdings beachtet wird, dass auch die kulturellen Unterschiede nicht eine totale Entropie, also Gleichverteilung der Armut, erlauben. Die kulturellen Differenzen sollen ja erhalten bleiben. Nicht genauso wie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die kulturellen Differenzen ja akzeptiert werden bei der Inkulturation des Christlichen. Um ein Beispiel jetzt wieder aus der religiösen Globalisierung zu nehmen. Dann will ich noch zwei provozierende Thesen anhängen. Ich glaube, der Kapitalismus in seiner heutigen Struktur wird nicht überleben, die Globalisierung. Sei es, dass es zu Kartellen kommt, sei es, dass es in kleineren Unternehmen zu laboristischen Ansätzen kommt, in denen der Faktor Arbeit wenigstens ebenso viel für das Unternehmen bedeutet, wie die Unternehmensbedingungen, die Kapital, dass sie also wirklich gleichberechtigt nebeneinander stehen oder sogar der Faktor Arbeit das eigentliche Unternehmen in seiner wertschöpfenden Funktion organisiert, führt und leitet, das Management angestellt wird und die im Unternehmen tätigen Kapitaleigner sind, sei es zu 51% oder wie auch immer. Das sind die beiden Möglichkeiten, dass der Kapitalismus, in dem der Kapitalismus untergehen wird.
Jedenfalls so, wie er jetzt besteht, geht es nicht in einer globalen Welt. Das ist, wenn man das auch eine Chance. Denn der Kapitalismus, wie er sich jetzt entwickelt, hin auf Shareholder Value, der ist wert, dass er zugrunde geht. Ich meine nicht den Kapitalismus von Ludwig Erhard, den meine ich nicht, sondern ich meine den Kapitalismus, der jetzt kommt und zunehmend um sich greift. Der nur den Faktor Kapital sieht, wenn man den schon als Faktor gelten lassen will, und nicht mehr den Faktor Arbeit, die Verantwortung gegenüber dem Faktor Arbeit und auch gegen den Softwarefaktor Innovationsfähigkeit, Innovationsfreude, Kreativität, kein Gespür mehr dafür hat. Es kommt dazu, dass große Unternehmen, die mittlerweile innovationsunfähig geworden sind, ihre Innovationsfähigkeit dadurch sich beschaffen, dass sie kleinere Unternehmen aufkaufen. Und bis sie dann auch innovationsunfähig geworden sind, und so geht es halt, so geht's weiter, nicht? Ich glaube auch, dass die repräsentative Demokratie, so wie wir sie jetzt haben, einer Gesetzgebung, und zwar auf Weltebene, aber auch auf nationaler Ebene weichen muss, die tatsächlich effizient ist. Die anstehenden Probleme, jetzt haben wir im Augenblick ja nur drei relativ harmlose Probleme, nämlich die Frage der Steuer, die Frage der Renten und die Frage der Umwelt, die wir nicht lösen können, sinnvoll. Nicht dazu kommen dann auch noch andere Probleme, die wir de facto, die dringend einer Lösung bedürften, aber nicht gelöst werden können, aufgrund der Blockade der jetzigen so nicht mehr weiter funktionierenden Demokratie. Ich meine, dass eine Direktdemokratie auf nationaler Ebene ihre Aufgaben sehen wird. Wie das übernational reguliert wird, weiß ich auch nicht. Dass es also nicht von der Ökokratie zu einer Ökodiktatur kommt. Da müssen Sicherheitsmechanismen eingebaut werden, die ich nicht kenne, die mir auch nicht vorhanden sind. Und endlich haben wir noch eine letzte Chance mit der Globalisierung, dass wir auch eine weltweit tragende Sittlichkeit aufbauen können. Der Untergang der Werte der Neuzeit in allen Industrieländern oder auch durch den Kulturschock in einigen Ländern, etwa Japan, die es ja durch den Kulturschock seine Wertewelt verloren hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, bringt die Chance mit sich, dass wir neue, vor dem Anspruch einer Sittlichkeit, neue ökonomisch, politisch, sozial und kulturelle Werte aufbauen, die jetzt weltweit tragen. Nicht ähnlich wie wir mehr oder weniger national abgegrenzte oder auch vielleicht, wenn Sie so wollen, die kulturelle Einheit Abendland oder was auch immer Sie wollen, hatten und mit bestimmten ökonomisch, politisch, sozialen, kulturellen Werten, die konsensuell akzeptiert worden sind, auch moralischen Werten, die konsensuell akzeptiert worden sind, die sind heute fortgefallen, dass wir eine neue Welteinheit aufbauen und in dieser neuen Welteinheit dann auch ethische, konsensuell, die Chance haben wir denn jedenfalls, dass auch zu einer ethischen oder Globalisierung kommt. Wenn wir diese Chance verpassen, dann wird die Globalisierung zum Unglück. Aber wir haben diese Chance, also nehmen wir sie wahr. Und Chancen haben heißt nicht etwa, sich auf Kanzeln stellen und große Reden schwingen über Biophilie oder was auch ich, weiß ich immer, sondern es bei sich selbst anfangen zu lassen. Und das ist auch gar nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir haben zwar profane, ökonomisch, politisch, soziale und kulturelle Werte aufgebaut, profane bitte sehr, aber die im Untergrund liegenden Religionen weltweit haben alles eines gemeinsam, was die profanen Werteordnungen nicht hatten, nämlich die Biophilie. Es gibt keine größere Religion, wenn man von Satanskulten und so etwas absieht, die nicht die Biophilie als ganz zentrales Thema hat. Und das ist für mich das Kriterium,
ernsthaft an Globalisierung durch Worte, aber auch durch Taten, soweit ich das kann, mitzuarbeiten, in der Hoffnung, dass dieses Wertevakuum sich füllt mit einer kollektiven, ethischen, sittlich orientierten Konzeption. Helfen wir alle dazu mit, dass es dazu kommt. Denn sonst wird es eine Katastrophe werden, die Globalisierung für uns alle. Dankeschön. Wenn die Ideen von Rio nicht bald kommen, nämlich in 20 oder 30 Jahren, ist die Idee von Sustainable Development abstrakte Utopie, also von der nachhaltigen Entwicklung, wie man es so in schlechtem Deutsch sagen kann. Dann haben wir den Point of No Return längst überschritten, dass die Welt noch unseren Abfall verkraften kann. Das kann sie dann nicht mehr. Die Umwelt. Also damit muss es anfangen, und zwar möglichst bald. Für die weiteren Entwicklungen in der sozialen und politischen Angleichung, da meine ich, sollten wir uns Zeit lassen, da sollten wir keinen Druck machen. Das, was unbedingt jetzt geleistet werden muss, ist eine Zentrale, Weltzentrale, die mit dem Recht, Gesetze zu erlassen oder Verordnungen zu erlassen und diese auch durchzusetzen, ausgestattet ist, dass die einmal errichtet wird. Wenn das nicht ist, sehe ich dunkel. Ja, natürlich, das ist auch eine Subvention. Die ganze Arbeitsgesetzgebung läuft auf eine versteckte Subvention hinaus. Ja, ich denke, dass Dienstvertragsrecht zureichende Grundlagen gibt für zur Begründung von Arbeitsverhältnissen. Wir brauchen das BGB, das ist eine äußerst nützliche Lektüre. Schauen Sie sich mal an, was da über das Dienstvertragsrecht und über Kündigungsfristen und so etwas drin steht. Warum wir plötzlich auf den Einfall gekommen sind, gegen jede Vernunft den Staat zu verpflichten, das Gemeinwohl zu mehren, obwohl er ja in einem der liberale Staat nur die Funktion hat, schweren Schaden vom Gemeinwohl zu wenden, warum er auf diese irgendwann in den 60er Jahren ist der Umbruch erfolgt, wo der Staat dann auf den Einfall gekommen ist, wie gesagt, er müsste Gemeinwohl mehren und das durch eine intensive Gesetzgebung auch realisiert hat, nicht? Das muss wieder weg, das muss verschwinden. Das ist nicht Funktion des Staates. Ja, das ist schon das Problem Platons gewesen, der eigentlich die Idee hatte, dass die weisesten Menschen die Welt regieren sollten und dann eine Diktatur der Weisen eingeführt hat in seinen beiden Schriften über den Staat, in der Politeia und in den Gesetzen. Dann aber dann diesen Weisen das Recht gab, Gewalt bis hin zur Tötung von Widersachern gegen die Weisheit einzuführen. Damit ist die Weisheit natürlich am Ende. Weisheit, die sich selbst dogmatisiert, wird in dem Augenblick, in dem sie sich dogmatisiert, zur Unweisheit. Insofern haben Sie recht. Ja. Wenn man beginnt, im Namen des Besserseins oder des vermeintlichen Besserseins anderen die Köpfe einzuschlagen, dann ist man nicht besser, sondern schlechter. Toleranz ist die Voraussetzung für Biophilie. Also das Anderssein des anderen akzeptieren, solange wie es nicht sozial unverträglich ist. Mit Schweiß, Blut und Tränen hat Churchill mal eine Wahl gewonnen. Wir müssen erkennen, dass nicht die Politiker, die uns was versprechen, die Besten sind, sondern die Politiker, die uns in das 21. Jahrhundert, das Jahrhundert der Globalisierung sein wird, führen, die Besten sind. Und zwar so, dass wir diese Globalisierung menschlich, ohne Schaden zu nehmen, an unserem Menschsein überstehen. Das muss klar sein, dass das die Qualität eines Politikers bestimmen muss. Ja, vielleicht nicht mal das Problem, was in Amerika da ist, dass also auch die
ideologisch, in einer bestimmten, ideologisch jetzt nicht negativ gemeint, sondern von Idee her kommend und von über Ideen sprechend, dass die auch ein eigenes Fernsehprogramm machen dürfen, warum nicht? Und dann, jetzt gebe ich zu, läuft nichts. Denn das Fernsehen gaukelt uns eine Welt vor, die mit der realen Welt so gut wie nichts zu tun hat. Und die uns immer weiter in Traumwelten entführt und deshalb im Engagement an realer Welt immer mehr Hindernisse entgegenstellt. Ich benutze Fernsehen nur zum Einschlafen und ich stelle das immer auf 20 Minuten. Ich habe noch nie erlebt, dass ich diese 20 Minuten vielleicht dann nicht eingeschlafen wäre. Die Begründung ist gut und richtig. Die weitaus meisten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wissen nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt Staatsverrat begehe oder Hochverrat begehe. Es ist zum Einheits- 2+4-Vertrag sind drei Zusatzverträge geschlossen worden, die in Deutschland nicht publiziert worden sind, aber die man leicht in der Washington Post nachlesen konnte. Erstens war es ja eigentlich ein 2+5-Vertrag, weil Polen auch de facto am Tisch saß und die Polen nicht die gleichen Schwierigkeiten hatten wie die Tschechen mit den Deutschen und ihren Rückforderungen, deshalb, weil da ein Vertrag schon abgeschlossen ist. Dass dann nicht irgendwelche Ansprüche an Polen gestellt werden, wie auch immer geartet. Dafür hat sich Polen verpflichtet, deutschsprachige Schulen zuzulassen und so etwas für die Minderheiten. Der zweite Vertrag ist, dass amerikanische Truppen in der Bundesrepublik Deutschland stationiert bleiben dürfen. Das war die Bedingung der Amerikaner. Das erste war die Bedingung der Russen. Das zweite war die Bedingung der Amerikaner. Und das dritte, das ist die Bedingung Mitterrands gewesen. Kohl musste ihm feierlich versprechen, für die Zustimmung von so einem 2+4-Vertrag die D-Mark aufzugeben. Deshalb wird der Euro oder wie auch immer kommen. Aber aufgrund der Tatsache, er ist ökonomisch und politisch sinnlos, aber aufgrund des Versprechens die D-Mark aufzugeben. Ja, das ist ein Phänomen, nicht? Dass im Augenblick die Scheidung, Ehewilligkeit also zunimmt. Also die Menge der freien Partnerschaften nimmt tendenziell ab seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Und die Menge der institutionalisierten Ehen nimmt zu. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber es ist halt so. Ich würde es für besser halten, wenn man, darüber habe ich hier auch schon mal gesprochen, das ganze Institut, das ganze BGB in Bezug auf Ehe neu dahingehend überarbeitet, dass jedes Paar aus vielleicht 10 oder 15 Musterverträgen, die vorliegen, einen Vertrag macht, der genau auf die Bedürfnisse dieses Paares zugeschnitten ist. Nicht? Und warum soll der Notar nicht Standesbeamte sein, der den Vertrag beglaubigt? Ja, wenn wir keine Demokratie haben, gleich null. Wir müssen eine sanktionsbewährte, also mit sanktionsbewährten Normen erlassen könnende Ökokratie bekommen, die dann auch die Hoheitsrechte hat, der die Normen überschreitet, zu bestrafen. Das war ja auch schon die Idee von Rio, dass der die Normen übertritt, ähnlich wie jetzt die Maastricht II, wer die Normen übertritt, muss Strafe zahlen. Das sollte dann in eine zentrale Kasse reinkommen und aus der zentralen Kasse sollten die Länder, die umweltschädlich sich verhalten, wo umweltschädliches Verhalten fast lebensnotwendig ist, weil sie unterentwickelt sind, sollte hier eine Umverteilung stattfinden. Und dieser Grundgedanke, dass sowohl überindustrialisierte Länder als auch unterindustrialisierte Länder beide in ganz besonderer Weise die umweltschädigenden Tendenzen haben, Umwelt zu schädigen, sollte auf diese Weise ausgeglichen werden. Dieser Fonds ist nie zustande gekommen, ist kein Penny drin eingezahlt worden, kein Pence. Ich habe mit den Kirchen so meine Probleme. Das Hauptproblem ist, dass sie zwar Nächstenliebe predigen, aber noch nicht mal Toleranz, die Voraussetzung für Nächstenliebe üben. Lassen wir mal die Kirchen aus dem Spiel. Aber es gibt tatsächlich auch im Bereich des
Kindergartens und der Schulen, jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland, ist das emotionale und soziale Lernen nur auf den Kindergarten beschränkt. Und das emotionale und soziale Lernen ist sicher eine Voraussetzung, sich den veränderten Verhältnissen menschlich anzupassen. Bei uns gibt es nur wenige Schulen, bei denen wirklich emotionales und soziales Lernen mit wirkliches Lernziel, Lehrziel ist. Die Hypertrophie des Rationalen ist ab dem ersten Schuljahr im deutschen Schulsystem vorgegeben. Da müssen wir dringend was ändern. Ein Schüler darf nicht bewertet werden, ausschließlich nach seinen rationalen, in Anführungszeichen, Leistungen, was ich in Englisch oder Mathematik oder Physik oder sonst irgendwas, sondern muss auch bewertet werden nach seinen sozialen, nach der Entfaltung seiner sozialen und emotionalen Begabungen. Wenn die nicht entfaltet, dann haben wir hinterher solche merkwürdigen Krüppel vor uns, wie es jetzt leider in der Bundesrepublik nicht selten ist. Und je mehr ein Student oder ein Schüler das abprüfbare Wissen beherrscht, umso bessere Noten bekommt er. Aber da könnte die Wirtschaft sehr bald dem einen Riegel vorschieben. Das kann man zwar nicht in wenigen Stunden in so ein Assessment oder wie auch immer realisieren, aber in dem Probejahr kann man feststellen, ob der Betreffende emotional und sozial auch das erbringt, was von einem Unternehmer, heute einem Manager, gefordert ist und gefordert sein sollte. Denn das, was er auf der Universität gelernt hat, das kann man eh im normalen Unternehmen vergessen. Mir hat mal ein Top-Manager von der deutschen Unilever gesagt, wir nehmen Studenten eher nach dem Maß ihrer Allgemeinbildung und gleichgültig von welcher Fakultät sie kommen, welcher Fachschaft sie kommen. Denn wie ein Unternehmen funktioniert, das bringen wir Ihnen bei. Und es gibt nichts Schrecklicheres als ein Student, der mit sehr gut in 7 Semestern seine Betriebswirtschaftslehre gemacht hat und meint, er wüsste, wie ein Betrieb funktioniert. Ich denke, der Anfang ist sicher zu machen, dass wir den Globalisierungsprozess überhaupt akzeptieren können, dass wir ein verändertes Verhältnis zur Arbeit aufbauen. Und hier, denke ich, wäre es notwendig, zunächst mal Arbeit zu deregulieren, so wie schon gesagt, sowohl von Seiten der Gewerkschaften nicht regulierend, als auch von den Seiten des Gesetzgebers nicht regulierend in den Arbeitsmarkt einzugreifen. Nicht in Amerika, und das ist jetzt ausdrücklich deswegen gelobt worden, hat man bei relativ geringem Inflationsquote, 1,2%, nahezu Vollbeschäftigung und mit einem Wirtschaftswachstum, das etwa doppelt so groß ist wie das in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich fast 4% bezogen auf das BIP, Bruttoinlandsprodukt, aber sinkenden Reallöhnen. Nicht, wir müssen langsam Abschied nehmen von unserem Wohlstandsdenken. Wir müssen damit rechnen, dass die durchschnittlichen Reallöhne in der Bundesrepublik sinken werden. Das bedeutet aber, dass ich auch wahrscheinlich mental, also ich nehme die USA können sicher, wenn auch vielleicht vom volkswirtschaftlichen, vom BIP her gemessen, etwa 10-mal so stark wie die Bundesrepublik Deutschland oder 11-mal so stark wie die Bundesrepublik Deutschland, dass die USA uns hier in dieser Sache durchaus Vorbild sein könnten. Die haben einen total deregulierten Arbeitsmarkt, fast total deregulierten. Die Gewerkschaften sind von Ronald Reagan auf Null gestellt worden. CIO und AFL haben nichts mehr zu sagen. Ähnlich wie in England, wie Margaret Thatcher die Gewerkschaften auf Null gestellt hat. Jetzt fehlt nur noch, und das ist die Deregulierung durch den Gesetzgeber. Die ist natürlich in Deutschland extrem, nicht? Die Regulierung durch den Gesetzgeber, der muss auch dann deregulieren. Nicht? Und dass das nicht leicht bei der bestehenden Form der Gesetzgebung durchzusetzen ist, gebe ich auch gerne zu. Auch deshalb eine dringende Forderung, überhaupt, wenn wir der Globalisierung ein menschliches Angesicht geben wollen, eine funktionierende Exekutive aufzubauen, Legislative aufzubauen und die Exekutive auf ein Minimum zu reduzieren.
der Manager, der im Unternehmen tätig ist, der denkt vielleicht, der ist am Aktienkurs interessiert, sicher, und deshalb, weil nicht selten der sein Gehalt davon bestimmt wird. Ja, aber er muss sehen, dass der Aktienkurs möglichst hoch ist. Genau. Und Shareholder Value in Amerika bedeutet, dass der Aktienkurs am Unternehmenswert an erster Stelle zu bemessen ist und nicht erststellig an der Menge der Ausschüttungen. Gewinnorientiert ist richtig, aber das sagt nicht bilanzgewinnorientiert. Ich kann ja meinen Rohgewinn irgendwo anders viel nützlicher einstellen, in Rücklagen, Rückstellungen, in Vermehrung des Anlagevermögens und was weiß ich. Warum soll ich das denn gerade den Aktionären in den Rachen werfen? Also zunächst mal haben wir in den letzten 2 Jahren ist der Export von Kapital und Arbeit aus der Bundesrepublik größer gewesen als der Import. Deutlich größer. Also in den letzten 2 Jahren weiß ich zufällig einigermaßen die Zahlen. Also ein erheblicher Dimensionsunterschied, ist nicht nur ein zufälliger Unterschied. Ich gebe zu, dass der Import von Kapital und Arbeit in die Bundesrepublik Deutschland in der Zwischenweltkriegszeit mal äußerst attraktiv gewesen ist. Denn in Deutschland gab es eine billige Arbeit, verglichen mit den USA-Löhnen, jedenfalls billige, niedrigere Löhne. Und es gab vor allen Dingen auch hochqualifizierte Arbeit. Aber es gibt jetzt, in den letzten Jahren hat kein größeres amerikanisches Unternehmen mehr erst investiert in die Bundesrepublik. Nicht das Opel-Werk in Eisenach, das ist... Es macht ja nichts, wo es ist. Ja, das ist jedenfalls in 9 Bundesländern. Das ist nur deshalb rentabel, weil das Anlagevermögen zu 50% von der Bundesregierung subventioniert wurde und es außerdem ein hochkapitalintensives Unternehmen wird und wenig arbeitsintensives Unternehmen geworden ist. Da sind nur wenige Arbeitsplätze geschaffen worden. Wenn Sie mal durch das Ding gehen, dann sehen Sie das ähnlich wie die japanische Autoproduktion, die ja schon fast Horrorvisionen treiben kann. Man geht durch eine Produktionshalle und sieht bestenfalls 3 Arbeiter oder 3 Leute, die dann an irgendwelchen Pulten stehen und auf Knöpfe drücken. Ich glaube, der Grund ist von Marie-Louise schon gesagt worden, nämlich, dass in Amerika ein Großteil der Aktien gehalten wird von Pensionskassen. Und die denken langfristig. Dass der einzelne Aktionär in Amerika kurzfristiger denkt als der normale deutsche Aktionär, das ist sicher richtig. Ja. Aber die haben halt nicht auf den Hauptversammlungen die Mehrheit. Volkswirtschaften versuchen sich Vorteile zu verschaffen, dadurch, dass sie Umwelt als freies Gut betrachten und nicht als Wirtschaftsgut, obwohl es längst ein Wirtschaftsgut geworden ist, denn es steht nicht in beliebiger Menge jedem Nachfrager zur Verfügung. Und keine Volkswirtschaft denkt daran, das als Wirtschaftsgut auch zu verwalten. Und somit versuchen sich die Volkswirtschaften Vorteile zu verschaffen durch Verbrauch von Umwelt. Und dass es in Deutschland jetzt zu relativ rigiden Umweltbestimmungen gekommen ist, ist nicht etwa allein ein Druck, der aufgrund der moralischen Vorstellungen des Gesetzgebers zustande gekommen, sondern durch den Druck der Bevölkerung. Also die Bevölkerung kann schon eine ganze Menge. Ich habe ja gesagt, wir müssen zu einer gleichartigen Sozialgesetzgebung, Steuergesetzgebung und Umweltgesetzgebung kommen. Denn sonst wird in diesen 3 Bereichen gibt es Verwerfungen und diese drei Bereiche fördern den Export von Arbeit, sobald das nicht halbwegs angeglichen wird. Ist richtig, ja, aber noch versteht zum Teil auch noch in den USA unter Shareholder Value etwas anderes als Wilmar Koppe oder wie auch immer darunter verstanden hat in den Hauptversammlungen, nämlich nicht die Vermehrung des Bilanzgewinns, sondern die Vermehrung des Unternehmenswertes, das ist was anderes.
Und im Gegenteil, nicht? Der Bilanzgewinn kann, der große Bilanzgewinn kann der Vermehrung des Unternehmenswertes durchaus entgegenstehen. Also dadurch, dass wir jetzt hier eine sehr vereinfachte Form des Shareholder Value gemacht haben und auch die propagieren, sehe ich tatsächlich eine erhebliche Problematik. Nicht, wenn ich darunter verstehe, die Mehrung des Unternehmenswertes, des Substanzwertes des Unternehmens, dann zahlt sich das nicht unmittelbar, allenfalls langfristig, im Wert der Aktien, schlägt das im Wert der Aktien sich nieder. Aber wir verstehen, wie gesagt, unter Shareholder Value oder jedenfalls die Festtagsredner auf Hauptversammlungen verstehen darunter Vermehrung des Bilanzgewinns. Also den Aktionären wird mehr Cash versprochen, ne?